Jups. Moin moin, meine lieben Leute, seichten Mainboard-PC-Bastler-Unterhaltung. Ja, ich melde mich jetzt so, weil ich gerade gestern Nacht auch wieder bei dem Hangout bei Action for Free dabei war. Ich kann euch Action for Free auch sehr empfehlen. Und die gesamte Community, wie YouTuber Lars, Action for Free, Segelohren-Bob. Guckt euch doch mal bei den Jungs um. Tipptopp, Leute, machen geile Basteleien und verrückte Freaks. Ah, okay, aber wir wissen schon Bescheid. So, auf jeden Fall war ich gestern beim Hangout dabei. Die beim Hangout dabei sind, haben vielleicht auch schon gesehen, dass ich da gestern Nacht, ich hab's im Auge, an einem Rechner am Basteln war. Nur mal kurze kleine Einweisung, mehr oder weniger. Das ist auch einer meiner Haupthobbys halt mit PC-Basteln, gerade was mit alten Systemen angeht. Ich zeige euch jetzt mal so ein paar kleine Schätze und mein Vorhaben, was ich gestern Nacht angefangen habe. Hier mal so eine kleine Auswahl. Normales Socke 7 Mainboard, so wie ich es von früher kenne. Allerdings hier schon die mit mit ATX. Das ist ein Baby AT Mainboard. Ist ein 166er Boxset mit Boxset-Kühler, also so wie er original ausgeliefert worden ist. Es gibt ja die jetzt übrigens draufgeklebt. Es gab ja welche, wo man halt die Kühler halt nachkaufen konnte. Das ist halt so ein Boxset-Teil. Hier haben wir auch mal noch ein schönes Exemplar, ist ein sogenanntes Super Socket 7 Mainboard, das ist normales Socket 7 Mainboard. Socket 7, das ist halt für diese Cyrix, Intel Pentium 55, P54Cs von 60 bis 233 MHz mit und ohne MMX. Wie gesagt, hier haben wir noch ein schönes Soyo Mainboard, das ist wie gesagt ein Super Socket 7, hat 512 KB L3 Cache. Was ist der Unterschied? Das hat 66 Megahertz FSB Frontside Bus für die CPU. Hier haben wir, und für den RAM. Beide können sie mit SD-RAM umgehen. Das hat Super Socket 7, hat halt 100 Megahertz Frontside Bus für CPU und den RAM. Hier haben wir auch noch was ganz Interessantes, das ist dann halt auch Super Socket 7, ist allerdings ein Asus P5A, auch ein schönes Schätzle. Wie gesagt, das Ding hat jetzt einen AD-Chipsatz, da haben wir einen Intel-Chipsatz, also beide haben sie einen Intel-Chipsatz, ich meine das 430er Triton, hier haben wir, 430 Triton, ja genau, hier haben wir einen AD-Chipsatz von Acer, ja, und den, jetzt gehen wir mal zu dem Rechner. Dieses Video wird eigentlich auch zweiteilig, hier nochmal meine kleine Schatztruhe, viel alten Kram dabei, so. Hallo Schneider, mein Schnuckelmausi, na du, Mau, ja. So. Ja, und das ist jetzt halt das Projekt, was wieder für die Jungs, die gestern beim Hangout dabei waren, das ist halt das Projekt, was ich gerade am Aufbauen bin, verbaut ist da jetzt auch ein Super Socket 7 Mainboard. Momentan ist da ein 200 MHz MMX P55C verbaut. Ich bin mal am Überlegen, ob ich mir da nicht noch ein AMD K62 mit 54 MHz reinklatsche. Das ist ein Red Fox Ali AGP. Auf der Ali-Chips, das ist von Acer Incorporated. Acer kennen wir ja heutzutage alle, oder die meisten zumindest. Ins Detail gehe ich später nochmal rein. Hat eine Riva TNT 128 Grafikkarte, AGP-Grafikkarte, zweifache Geschwindigkeit. Rein aufs GASI ist eine. Später nochmal. Ich habe jetzt momentan, ich habe so viel um die Ohren, dass ich gerade nicht im Kopf habe, was es genau für ein GASI-Controller ist. 10-Nanometer Internetzwerkkarte, USB-Port, hatten damals schon USB, eine Soundblaster 16 mit IDE-Port, aber eine Standard Soundblaster 16, eine IBM mit 2 GB Festplattenspeicher, 128 MB SD-RAM, PC100, klar, logischerweise 100 MHz, 2 SCSI-CD-ROM-Laufwerke. Ich bin gerade dabei, halt gestern hat das Gehäuse ein bisschen aufzuarbeiten, weil es hatte sehr viel Kratzer, es war echt gut angeschossen. Peacock Procea Eco, ursprünglich war dann Pentium 2 mit 400 MHz verbaut. Das Mainboard, also das hat alles schon Schaden, weil es hat leider draußen im Regen anscheinend wohl eine Woche mit draußen gestanden. Aber diese Gehäuse werden langsam. Ich muss dazu sagen, die Peacock-Rechner ist ein deutscher Hersteller. Das sind Massenprodukte früher gewesen. Heutzutage, mittlerweile, werden sie eine Rarität. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, das ist ein Massenprodukt gewesen.
Ja, wie es früher typisch war, ziemlich massives Gehäuse. Was heißt ja, heutzutage gibt es auch gute massive Gehäuse. Aber wie gesagt, es war ziemlich zerdetscht, also viel Kratzer, viel Rost drin. Das habe ich schon aufgearbeitet, die Seitenteile aufgearbeitet. Ich habe das Gehäuse lackiert mit einem Beige-Ton, der mit dem Gehäuse relativ nahe kommt. Ja, wie man in den Videos schlagen kann, man kann hier leider Flecken sehen. Das ist das Problem. Ich habe nicht gewusst, dass mein Rostumwandler, das ist so ein Bio. Jetzt kommt's. Ja, ich weiß, biologischer Rostumwandler. Kann ich euch mal zeigen? Habe ich den hier stehen? Ja, da habe ich ihn stehen. Was ich da für einen Rostumwandler verwendet habe, das ist. Upsala, ein bisschen mal im Helle rein. Ah, scheiß Kamera. Egal, das ist auf jeden Fall Biocham Surface Technology Reaktiver Korrosionsschutz. CB-Technologie und Biotechnologie GmbH. Ha, so viel zu Bio. Das Zeug habe ich, da habe ich zwei Flaschen, die habe ich davor. Oh, hau. Das habe ich, glaube ich, vor 10 Jahren vom Kollegen bekommen, der hat in so einer Firma gearbeitet. Egal. So, weiter zum Text. Ja, und da bin ich jetzt halt bei. Ich habe die schlimmsten Kratzer erstmal mit Scheuermilch behandelt, sodass ich erst die schlimmsten Kratzer wegbekomme, aber nicht hart drauf rumgekratzt, sodass alles kaputt geht, mit dem Schwammtuch. Dann hatte Aldi Elster Glanzstein und Pflege, Naturkunststein, Granit, Marmor, Putzzeugs im Angebot gehabt. Das von der Betriebsanleitung, ja, von der Anleitung her ist es halt für eben halt Nassräume etc. geeignet. Allerdings kann man damit auch, ich habe es so testweise auch hier mit auf Metall, lackierte Metalloberfläche, wie halt dieses Computergedöns, das ist ein ziemlich gutes, schlagfestes Lack, habe ich die Kratzer recht gut rausgekriegt, auch die Vergilbung ist relativ gut rausgekommen, es sieht wieder schick aus. Ich werde noch beigehen, das mit Cockpit-Spray bzw. Kunststoffpflege oder Silikonspray. Wo sage ich, ein bisschen Silikonspray. Ich werde mir jetzt aber erstmal mit dem Kunststoffpflegemittel beigehen, um die Oberfläche wieder so ein bisschen fein herzustellen. Ja, so, wie gesagt, das ist erstmal Teil 1 für eine längere Serie, die ich jetzt langsam so ein bisschen, ja, etablieren werde. Da ich euch so ein bisschen zeige, was ich so für Rechnerkram habe, Sammelsurium, vielleicht auch so ein bisschen über die alte Technologie euch ja, informieren möchte für die jüngeren Zuschauer, falls ein paar bald bei mir geben wird. Ja, so viel erstmal von meiner Seite, und dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns irgendwann zu einem unbequemen Zeitpunkt wieder. Also bis denn dann, tschüss.